Ja, hallo Martin. Hallo Tim. Ja, wir sind hier zusammen auf dem Earth Congress dieses Jahr in Holland. Ja. Und ich wollte dich mal fragen, wie lange machst du eigentlich schon Reinkarnationstherapie oder Rückführungstherapie? Ja. Wie lange machst du das schon? Ja. Okay, ich habe damit angefangen 2009 in der Tasso-Ausbildung bei Hans ten Dam. Ich habe das 3 Jahre gemacht und ich war ein sehr begeisterter Schüler von ihm. Ja, und dann habe ich mich als Therapeut eigentlich festigen können. Ich war damals Deutschlehrer in den Niederlanden und das hat sich dann so, sagen wir mal, selbstverständlich geändert in dem Sinn, dass ich als Therapeut eigentlich sehr schnell mehr oder weniger Fulltime arbeiten konnte. Ja. Ja, das hat mir eigentlich so gefallen, dass ich einfach das Fach sehr liebe und die Leute natürlich auch. Und es ist natürlich eine Therapie, in der man sehr viel bewirken kann. Ja. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, diese Ausbildung zu machen bei Hans ten Dam? Ja, das war mal eine interessante Geschichte. Ich war in einer kleinen Meditationsgruppe und eine dieser Teilnehmerinnen eigentlich, die fragte mich, ja, wir suchen eigentlich so eine Probeperson dafür. Später stellte sich heraus, das war für eine Prüfung sogar in der Ausbildung da. Ja. Und ich war immer schon als Kind eigentlich interessiert an Reinkarnation und solchen Sachen. Ich hatte dafür ein Interesse. Ja. Und dann habe ich mal gedacht, ja, das ist natürlich die Gelegenheit für mich, mal zu erfahren, was das wirklich ist. Nicht? Denn man soll das natürlich erstmal erfahren, bevor man darüber wirklich reden kann. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt, hingelegt, muss ich sagen, weil man legt sich nämlich hin zu einer Sitzung, nicht? Ja. Und mal über mich herkommen lassen, was dann dieser Therapeut, der noch in der Ausbildung war, eben mit mir machen wollte. Und das muss ja eine gute Erfahrung gewesen sein, wenn das dann so eine Wirkung hatte. Das war in der Tat eine gute Erfahrung. Ich war dann noch zuvor angerufen worden von dieser Frau, die dann diese Prüfung machen sollte. Und die hat mich dann gefragt, eben, ja, auf welchem Thema möchten überhaupt eine Sitzung machen? Und dann habe ich doch so nachgedacht und was interessant in meiner Geschichte ist, Probleme eigentlich hatte ich damit für mein Gefühl, keine schwere Probleme, aber man kann grundsätzlich eigentlich auf kleinen Sachen auch eben nicht. Man braucht nicht immer ein sehr großes Thema zu haben, um doch wirklich, sagen wir mal, etwas zu erfahren, was wichtig ist und was wirklich auch durchgreift. Und das habe ich in der Sitzung auch wirklich so erfahren. Manchmal hängen ja auch an den kleinen Sachen dann doch größere Sachen dran, wo man gar nicht mit gerechnet hätte. Genau, so war es auch. Also ich habe mich dann erfahren in so einer Sitzung ein Thema durchgearbeitet, das ich eigentlich gar nicht so direkt als Thema erfahren hatte. Ich weiß nicht, ob ich das noch jetzt weiter ausführen soll, aber ich war nachher eigentlich so interessiert und von dem Fach ergriffen worden, kann man das sagen? Ja, kann man Deutsch sagen. Also, dass ich dachte, ja, damit möchte ich gerne, wenn es dann mal klappen würde, so wirklich etwas machen. Und dann geschah etwas in meiner Arbeit, dass ich dachte, naja, okay, ich habe ein bisschen Zeit und ich hatte eine Änderung in der Schule. Ich bin dann in eine andere Gegend gegangen und da wollte ich eigentlich noch etwas mehr machen in die Richtung deutsche Lyrik, solchen Sachen, aber die konnte ich dann nicht mehr vor der Klasse so richtig machen, weil andere Personen dafür eigentlich bevorzugt waren. Ja. Und dann habe ich gemacht, dann mache ich diese Ausbildung bei Hans ten Dam. Ja. Das war so ein Freitag im Monat
und die Freitage, die zeigten, die stellten sich heraus, dass die waren eigentlich für mich dann so in der Monats der wichtigste Moment. Der wichtigste Moment. Ja. Also das ist, ich kann nicht sagen, das ist von dem einen Tag auf den anderen so gegangen, aber es war es war eigentlich so, dass ja ich der eine Strom eigentlich die andere ja, weniger wichtig macht. Ja. Und das, also was mich jetzt auch gerade hat aufhorchen lassen, ne, dass du gesagt hast, dass du nach der Ausbildung, dass es ganz schnell ging, dass du damit auch so gut zu tun hattest, damit Sitzungen zu geben, dass du aufgehört hast mit deinem Beruf als Lehrer. Ja. Und was macht das aus? Was macht diese Art zu arbeiten aus, dass das ja offenbar so gut funktioniert? Ja. Okay. Da kann man natürlich nur von sich selber her reden, aber ich denke mir, Carl Gustav Jung würde sagen, man trifft sich selbst eben an, wie man ist. Okay. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, dass Therapeut sein in dem Moment für mich wirklich etwas bewirkte, von dem ich sagen konnte, stimmt, dass ich das jetzt auch bin. Ja. Das hätte ich aber nicht, sagen wir mal, an meinem 25. Lebensjahr sagen können. Nicht? Man braucht auch einige Lebenserfahrung, denke ich mir schon, um wirklich ein guter Therapeut zu werden. Mhm. Man ist das nicht direkt, man soll es werden. Und deswegen soll man sich auch offen stellen. Man braucht nicht unbedingt Therapeut zu werden, wenn man sich interessiert für Reinkarnations- oder Regressionstherapie. Das ist auch wieder nicht. Aber bei mir ist es eben so gelaufen. Und ich kann sagen, von meiner Zeit, als ich als Student tätig war zum Beispiel, dass ich mich damals schon interessierte für Fragen und für Leute auch, die mit bestimmten psychischen Schwierigkeiten zu tun hatten. Ja. Wenn man jetzt so in der Situation ist, dass man überlegt, welche Art von Therapieform möchte ich als Therapeut erlernen oder vertiefen, warum sollte jemand sich für transpersonale Regressionstherapie entscheiden? Was sind aus deiner Sicht da die Argumente? Ja. Erstens, die schnelle Transformation, sehr wichtig, denke ich mir. Das ist, also wenn man so eine Sitzung unterzieht, nicht, dann bemerkt man schon nach einiger Zeit, das hat sich etwas geändert. Es ist nicht immer direkt spürbar, manchmal doch, weil wir befassen uns natürlich auch mit, was heißt bei Tasso Postulaten oder beschränkende Überzeugungen, nicht? Alles eigentlich mich nichts beschränkt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns damit befassen. Ja. Also alle Sachen aus unserer Jugend, aber vielleicht auch von viel länger her, die uns jetzt noch hindern, die kann man relativ schnell loswerden, wenn man das wirklich will. Und ich denke mir, das ist wirklich das Entscheidende. Also, etwas Persönliches. Eigentlich in meinem Leben ist alles, was ich wirklich wollte, mir auch gelungen. Es sind sehr viele Sachen mir nicht gelungen, nur wahrscheinlich wollte ich die dann nicht gerne genug. Und so denke ich mir, ist auch hier in dieser Therapieform und natürlich auch in unserer Ausbildung ist es so, dass wenn man das wirklich will, dann wird man auch dasjenige davon kriegen, was man gerne hat. Ja. Ja? Und insofern ist es natürlich nicht so, dass man sagen kann, du bist jetzt der Therapeut, ich habe ein Problem, du sollst es mal lösen. Ja?
So funktioniert das nicht. Ja. Man hat als Klient eine klare Eigenverantwortung in dem Bereich. Nicht? Und man kann aber auch sehr viel bewirken mit Leuten, die damit Schwierigkeiten haben, sich dessen aber bewusst sind. Nicht? Ja. Darüber handelt es sich auch. Wir sind hier in Limburg damit beschäftigt, in diesem Annual Convention gerade zu sprechen und auch mal zu bewirken, dass Leute, die psychiatrisch diagnostiziert sind, Mental Illnesses, darum geht es heute. Ja. Und wir sind auch damit beschäftigt, um mehr und mehr auch in Zusammenarbeit mit Psychiatern, mit Ärzten. Also mit Leute mit psychiatrischen Krankheitsbildern, so psychopathologischen Krankheitsbildern, darum geht es hier bei der Convention. Ja. Genau. Also jetzt sind wir als Regressionstherapeuten, kurz zusammengefasst, transpersonale Regressionstherapeuten, weil wir nicht von dem heutigen Leben nur ausgehen, sondern damit rechnen, dass es noch mehr gibt, was auch immer, dass wir damit wirklich heilen. Ja. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ja. Ob das immer gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Aber wir setzen uns dafür sehr energisch ein und die Atmosphäre hier auf den Convention, auf den Kongress kann man sagen, ist eigentlich so, das sind sehr, sehr beflissene Leute, die das machen. Und das muss man auf jeden Fall auch sein, um Therapeut zu sein. Ja. Ich finde dieses, was du eben angesprochen hast, dass bei diesem Ansatz nicht die Haltung da ist, man macht das für den Klienten, sondern dass es eher so ist, dass man unterstützt den Klient, sich selbst zu heilen. Und man hat da eben die Methoden, um den Klienten zu führen in diesem Prozess. Mhm. Aber letztlich macht der Klient die Arbeit selbst. Würdest du auch so sehen, dass das Ziel ist eigentlich? Genau so könnte man es schon sagen. Ja? Unser Ziel ist nicht, um den Klient mit irgendeinem Tool, sage ich mal, irgendein Instrument zu, vorzubehalten, so etwas, dass man sagen kann, okay, du siehst jetzt diese Sache und du atmest so und so. Und dann ist alles gut. Und dann ist alles gut, ja. Das ist natürlich ein Trick. So funktioniert das nicht. Ich denke mir, man kann es eigentlich vergleichen damit, dass man wirklich navigiert mit einem Schiff oder mit einem Luftfahrzeug. Das muss man erlernen. Und darüber soll man sich nichts, daraus soll man sich kein Hehl machen. Das ist wirklich wichtig, dass man das erlernt. Das ist ein Fach und das muss gelernt sein. Und um das wirklich richtig zu machen, braucht man dafür einige Jahre. Da gibt es natürlich auch allgemeine therapeutische Fertigkeiten, die dazu wichtig sind. Wie verhält man sich überhaupt zum Klienten? Nicht? Man soll dafür aufpassen, zum Beispiel sich in eine Rolle hinein zu versetzen oder zu versetzen zu lassen. Man kann grundsätzlich nicht sagen, ich bin dein Helfer. Bert Hellinger hat gesagt, dann wirst du der Vater oder der Mutter des Klienten oder der Klienten. Ja. Nicht? Ich denke mir, in der Regressionstherapie, Reinkarnationstherapie ist es sehr wichtig, diese gleiche Ebene, von der aus man sich begegnet. Ja, das ist sehr wichtig. Wir nennen das auch die Vierkant von Vertrauen. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt auf Deutsch direkt. Eine Vierecke des Vertrauens. Ja? Vertrauen des Therapeuten in sich selbst, Vertrauen des Klienten in sich selbst, Vertrauen des Therapeuten in Klient. Und Vertrauen des Klienten in den Therapeut. Eben nicht. Du hast gerade so erwähnt, Aufstellungsarbeit. Braucht man Aufstellungsarbeit, wenn man transpersonale Regressionstherapie macht? Ja. Oder ist es da quasi auch irgendwie mit drin, was man mit Aufstellungsarbeit machen kann? Nein. Aufstellungsarbeit ist
grundsätzlich verschieden von Regression und Reinkarnationsarbeit. Mhm. Weil Aufstellungsarbeit arbeitet auch mit der Seele, kann man schon sagen. Mhm. Aber in der Reinkarnation sind wir eigentlich wie ein, ja, wir gehen in die Tiefe und ziemlich direkt. Also es ist eine vertikale Bewegung. Ja. Und Aufstellungsarbeit ist eigentlich eine horizontale Seelenbewegung. Wir können davon lernen, mhm. Wir können uns zueinander verhalten, mhm. aber grundsätzlich ist es verschieden. Mhm. Damit, dass wir damit rechnen, dass es bevor unserem heutigen Leben vielleicht noch etwas anderes geben könnte, mhm. ja, und anders kann ich das nicht ausdrücken, weil ich kann das nicht beweisen, ich weiß auch nicht, ob das so ist. Ja. Ich bin Therapeut, ich bin nicht ein Pfarrer. Ja? Ja. Das hat sich gezeigt, das hat sich erwiesen als erfolgreich. Und mhm. das ist eigentlich das Allerwichtigste. Mhm. Wir haben so viele Klienten gehabt, die überhaupt nicht an Reinkarnation glauben. Das braucht man auch nicht. Wichtig ist, dass die Ergebnisse solcher Sitzungen sehr in die Tiefe gegangen sind, immer eigentlich. Und dass es hilft den Klienten. Ja. Und zwar auf der Ebene des Körpers, auf der Ebene der Gefühle, mhm. Auf mentaler Ebene. Mhm. Und wenn die sich zusammenfinden, sagen wir, gibt es noch eine vierte Ebene, und das ist eben die Ebene der Seele. Ja. Ja. Du hast vorhin eine Erfahrung erzählt von dir mhm. selbst, deine erste Rückführung. Mhm. Was war für dich die beeindruckendste Erfahrung als Therapeut mit dieser Arbeit? Oder die erste, die dir jetzt einfällt, aha. die beeindruckend war? Als Therapeut, mhm. ja. Du meinst jetzt, was ich therapeutisch, thematisch dann verwenden könnte später auch für andere oder für mich selbst? Ich meine, wo du als Therapeut gearbeitet hast und mhm. das, was passiert, mhm. wo du gesagt hast, wow. Aha. Was passiert hier? Das ist ja, ja. Ja. Es gibt natürlich viele solche Erfahrungen. Mhm. Größere und kleine Erfahrungen. Ich habe mal auch, muss ich mal sagen, sogenannte Seelenreisen gemacht. Das heißt, mhm. dann arbeitet man hypnotisch. Ja. Und die Erfahrungen gingen eigentlich mehr noch in diese Richtung. Ja. Aber von der therapeutischen Ebene her, und das ist eben, was du gefragt hast, und dann auch bei mir selbst, ich sage mal, da würde ich mal gerne eigentlich doch das Wort Karma benutzen, dass man spürt, dass kleineren oder größeren Sachen aus dem eigenen Leben eigentlich sehr viel größer noch sind. Mhm. Und dass man bemerkt, dass es so etwas gibt wie die Seile in den Händen in die Hände zu bekommen. Mhm. Weiß nicht. Dass du deine eigenen Seile in die Hände bekommst, quasi. Ja, genau. Ja. Ja. Dass man steuern kann. Der deinen eigenen Wagen steuert, ja. sozusagen. Ja. Ja. Das kann auch direkt eine Erfahrung sein. Mhm. Man spürt sich zum Beispiel in so einem Wagen. Ja? Ja. Und man steuert und etwas geht schief und man. Und warum geht das schief und was sind dann die Folgen, nicht? Und, mhm. und warum sind das die Folgen und keine anderen Folgen? Das mhm. ist, ich denke schon, dass es da eine freie Wahl gibt, aber wir lernen nicht immer von Lebenserfahrungen, die am Schnürchen laufen. Mhm. Nicht? Gerade wo, ja, ich sage mal, wo man, ja, wo man fällt, mhm. dort liegt der Schatz begraben. Ja. Da muss man sein. Ja. Und das ist ein Geschenk. Und wenn man das als ein Geschenk wirklich sehen kann und will, dann ist es genau wie
am Steuer, im Auto, alle Verkehrslichter grün sind und auch bleiben. Ja. Da kann man schon sagen, alles, was mich im Leben erfahren ist oder was ich mitgekriegt habe, was geschehen ist überhaupt in meinem Leben, dafür nehme ich jetzt die volle Verantwortung. Mhm. Und in diesem Schritt unterstützen wir als Therapeuten die Klienten, die kommen zu uns, wenn sie hingefallen sind. Mhm. Und dieser Schritt, da diesen Schatz zu finden, dann, da helfen wir ihnen ein bisschen. Kann man so sagen? Da helfen wir. Hans den Damm sagt das mal so, wir können das Pferd zum Wasser führen, wir können aber nicht für das Pferd trinken. Ja. Und ich habe das mal mit einer anderen Idee mal verglichen, weil wir haben auch regressionstechnisch mal die Erfahrung, dass man verschiedene Türen sehen kann, nicht? Zum Beispiel, du kannst eine rote Tür sehen und auch eine grüne Tür. Und dann kannst du dir vorstellen, hinter dieser grünen Tür liegt etwas sehr Wichtiges für dich. Und hinter der roten Tür etwas, das nicht so wichtig ist. Mhm. Oder aber auch umgekehrt. Mhm. Mhm. Aber man weiß nicht genau, wo das Wichtige liegt. Mhm. Aber jetzt öffnest du irgendeine Tür, die rote oder die grüne, welche nimmst du? Das ist ein bisschen so wie die blaue und die rote Pille in der Matrix. Genau. Ja. Ja. So funktioniert es eigentlich auch. Ja. Ja. In dem Sinne kann man eigentlich nicht eine falsche Entscheidung treffen. Ja. Spannend. Und Marcel Proust hat gesagt, und er redete über die Liebe übrigens, wenn man eine Entscheidung trifft, kann die eigentlich nicht anders als falsch sein. Okay. Und das ist auch noch eine interessante, weil es ist nicht immer unser Gehirn, das entscheidet. Mhm. Aber wenn unsere Gefühle, unser Körper und unser Gehirn zusammenarbeiten, ja, dann machen wir wirklich etwas Interessantes. Ne? Also die Entscheidung kann nicht anders als falsch sein, sagt Proust. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass immer ein Lernen stattfindet, dann kann man eben sagen, die falschen Entscheidungen sind einfach notwendig und sind einfach Teil der Entwicklung. Ja. Okay. Ja, eine Technik in Regression ist übrigens, dass man, wenn Leute zum Beispiel sehr viel Scham empfinden über etwas, worüber sie sagen, da habe ich mich falsch entschieden. Mhm. Ja? Dann kann man in der Rückführung sagen, okay, geh mal zurück, genau zu der Zeit, bevor du diese Entscheidung getroffen hast. Ja. Und jetzt siehst du zum Beispiel drei Wege. Du siehst links einen Weg, wo du diese falsche Entscheidung getroffen hast. Mhm. Und die verfolgen wir dann auch, arbeiten durch Trauma. Mhm. Ja? Und dann kommen wir wieder zurück. Mhm. Und rechts siehst du genau das Gegenteil. Mhm. Wie sieht der Weg eigentlich aus? Mhm. Versuch mal ein paar Schritte zu machen. Wie fühlt dieser Weg eigentlich überhaupt? Und dann in der Mitte gibt es noch einen Weg. Mhm. Und darin sieht man beide andere zusammenkommen. Mhm. Und komm mal zurück von dieser Weg auf der rechten Seite. Und versuch mal in der Mitte zu gehen, schließ die Augen und nimm jetzt der erste Schritt. Mhm. Wie fühlt dieser erste Schritt überhaupt? Mhm. Ja, wie weit ist dieser Weg? Kannst du ihn sehen? Mhm. Oder gibt es Hindernisse? Ja. Solche Sachen kann man auch sich direkt vorstellen, aber man kann das spüren, man kann es auch fühlen. Und wenn wir in die Tiefe gehen, wird die Klient das fühlen, dass es noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, und dieses Gefühl mitnehmen im heutigen Leben. Ja. Und den Rest überlassen. Voraussetzung, man soll dieser Weg auf der linken Seite auch wirklich gegangen sein und dafür die Verantwortung genommen haben. Ja. Darauf kommt das Ganze eigentlich hin. Ja. Das ist es. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann häufig kommt,
Ja, ich habe mich damals so entschieden, weil es damals einfach die richtige Entscheidung war. Das kann man schon sagen. Es kommt eben darauf an, worüber, wie man sich darüber jetzt fühlt. Ja. Das ist wichtig. Soll ich da irgendwas noch mitnehmen? Habe ich mich geschämt? Ja. Oder habe ich einfach Angst gehabt, um eine andere Entscheidung zu treffen? Oder war es mir unmöglich, weil es zu viele Kräfte gab, die mir das unmöglich gemacht haben? Dass es eine Situation gibt, dass ich einfach die Macht nicht besaß. Ja. Auch dann kann es wichtig sein, zu akzeptieren, aber auch wirklich zutiefst zu akzeptieren, dass ich eben die Macht nicht hatte. Ja. Und dann brauche ich auch mich nicht länger schuldig zu fühlen oder mich zu schämen. Darüber gibt es noch einen Unterschied natürlich zwischen Schuldgefühle und Scham, aber die sind manchmal doch verknüpft. Ja, aber die eigene Begrenzung dann auch einfach akzeptieren, verstehen in dem Moment. Ja. Akzeptieren des eigenen, sagen wir das, Ohnmacht, ja? Dass man das wirklich nicht kann. Das ist eine ganz wichtige Sache in der Regression. Ja. Vielleicht nochmal zum Abschluss die drei Hauptargumente, die dir einfallen, warum transpersonale Regressionstherapie und nicht irgendwas anderes. Es gibt ja so viele, auch viele interessante Methoden. Was wären für dich die drei Hauptargumente, wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest und du hättest drei verschiedene Wege oder noch mehr, könntest transpersonale Regressionstherapie, du könntest aber auch das Gegenteil oder Mittelweg oder noch irgendwas dazwischen. Ja. Ja. Warum würdest du dich wieder entscheiden für transpersonale Regressionstherapie? Okay. Ja. Weißt du, Tim, ich habe eigentlich, ich kenne den regulären Bereich auch sehr gut, also ich bin auch Psychiater, wirklich richtig gute Leute, ja, also das wir können eigentlich, es gibt so viele Methoden, ja. Dasjenige, was in relativ kurzer Zeit am besten wirkt, denke ich mir, ob das jetzt Regressionstherapie ist oder was anderes, habe ich mir bemerkt, das sind immer drei verschiedene wichtige Sachen, die man eigentlich braucht, um überhaupt Erfolg zu haben, denke ich mir, in Therapie. Und das erste ist, lass sein, was es wirklich gibt. Let it be. Das heißt also, die Gefühle, die da sind, soll man auch da sein lassen. Das annehmen, was da ist, das da sein lassen. Ja. Mhm. Dann einen Schritt raus machen, weil man ist nicht gleich den eigenen Gefühlen. Ja. Also sich nicht in die Identifikation gehen, sondern einen Schritt zurücktreten. Und der dritte Schritt ist dann die Transformation. Die ist aber dann nicht mehr so schwierig, wenn man die ersten zwei Schritte durchgemacht hat. Ja. Und darin finde ich Regressions- und Regressionstherapie wirklich die Königin der Therapien, weil die diese drei Sachen so gut eigentlich verfolgt. Ja? Mhm. Es gibt vielleicht auch andere, die das anders irgendwie machen, aber für mich sind das doch Umwege. Es wirkt so direkt in die Tiefe. Man braucht auch nicht immer sich hinzulegen, man kann mal sitzen. Es gibt sehr viele verschiedene Techniken in dem Bereich, die wir natürlich die Studenten lernen. Man kann in sehr kurzer Zeit also sehr viel erreichen. Was wir dann erreichen, das heißt auf Deutsch unter anderem Katharsis, ja, darüber hat Hans eben dieses Buch geschrieben. Und Katharsis kann man eigentlich beschreiben als eine Situation, in der eben körperliche Freiheit, Gefühlsfreiheit, mentale Freiheit zusammenwirken. Man spürt das auch sehr körperlich, seine auch sehr körperliche Sache. Und dann kommt eben diese zusätzliche Dimension. Ja, das ist der Moment, wo die Transformation erlebt wird. Und ich habe das eigentlich noch nie so tief erfahren wie in der Regressionstherapie. Das ist, darauf kommt im Grunde eigentlich hin, denke ich mir.
ich möchte damit nichts Schlechtes sagen über andere Therapien. Es gibt natürlich sehr viele eigentlich. Wir haben geredet über Aufstellungsarbeit, sehr interessant auch. Aber auch in der Regressionstherapie gehen wir davon aus, dass wir nicht als Individuum da sind, sondern verbunden sind mit unserer Familie, ja, mit unseren Kollegen und Kolleginnen, mit allen anderen Leuten und auch mit dieser großen Seele, wie Bert Hellinger das genannt hat. Damit sind wir eigentlich unverzüglich immer verbunden. Nur diese Verbundenheit, die kann uns manchmal fehlen. Die Gefühle dafür können uns fehlen, nicht? Ja. Und dafür gibt es immer Ursachen. Ich denke mir, jeder Mensch, der wirklich psychisch gesund werden will und dafür wirklich die Verantwortung tragen will und auch kann, das ist natürlich eine wichtige Sache, ja, das ist natürlich eine Voraussetzung, ja, kann diese Gesundheit auch erreichen. Ja. Ja, das ist meine Erfahrung, das ist auch die Erfahrung vieler meiner Klienten. Ja, man soll natürlich auch dazu sagen, es gibt auch sogenannte Kontraindikationen, es gibt auch Leute, die das besser nicht machen können. Mhm. Im Grunde genommen ist das eigentlich, wenn man, wir sagen in den Niederlanden, auf einer zu kleinen Eisschicht dann bricht man irgendwann läuft, ein. Dann bricht man durch. Also das soll man grundsätzlich machen. Denn wenn man es von der Bewusstsein auch nicht tragen kann, soll man es auch nicht machen. Ja. Martin, ich glaube, wir müssen mal wieder zurück zur Grillparty. Ganz vielen Dank dir. Ganz schön. Okay. Und dann sehen wir uns in Hamburg. Wir sehen uns in Hamburg. Schön gemacht. Danke dir.